Wir haben hier den Kriesebaum, einen gelben Kriese. Der Hinterbaum ist ein roter Kriese. Ist krankheitsanfällig, hat Schrotschuss und fast keine Blätter bei der Ernte und natürlich Kirschessigflügel. Das ist eine Obstpflegegruppe Oster. Es sind alles Freiwillige und ich sage noch ein bisschen sagen, was zu machen ist. Da haben wir jetzt einen Jahrestrieb und da sind keine Blütenknospen dran. Vielleicht einmal am Ende eine. Da gibt es jetzt Blüten. Da hat es letztes Jahr getragen. Da hat es jetzt meistens keine Blüten. Aber es gibt dieses Jahr wieder Blütenknospen, die es nächstes Jahr tragen. Ich bin Gärtner und habe das während 60 Jahren jetzt erprobt und gemacht. Das ist richtig. Nachhaltigkeit pur. Ja, natürlich. Ja. Hat es viel Kiwi dieses Jahr? Ja, dieses Jahr hat es viel. Hat keinen Spatfrost gehabt. Die sind empfindlich auf Spatfrost. Und dann war es trocken zuerst. Ich habe nicht gegossen. Und nachher hat es viel Wasser gegeben, viel Regen. Und jetzt sind sie noch gross geworden. Wie viele Sorten hast du denn da im ganzen Obstgarten, dem Bunger drin? Das sind rund 200 Sorten. Da sind jetzt etwa 6 Sorten drauf. Es ist ein starkes Wachstum mit schöner von Bas, Beauty of Bas. Und dann sind andere Sorten drauf, zum Ausprobieren, wie sie sich verhalten. Da sieht man etwas Schönes. Wir haben keine Blüten, aber wir haben Blütenknospen. Die dicken, wohligen Knospen. Das ist die Propfstelle. Dazu. Der ist abgeschnitten worden, da rein gepfropft. Unten durch ist ein Grafensteiner. Und da ist gepfropft der weiße Wintergallwil. Das ist der vornehmste Öpfel, der im Südtirol gezüchtet worden ist. Und der ist am Zarenhof geliefert worden und am preußischen Hof. Was wäre noch dein Wunsch? Welche Rarität willst du auch noch hierher bringen? Ich habe das Wichtigste Honey und in diesem Alter kann ich nicht mehr viel Frisches machen. Auf 10 Jahre raus will ich nicht mehr planen.